So, hallihallo Leutchens, und es geht hier weiter mit Let's Play Portal 2. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben in den Wheatley Laboratories, wo Wheatley uns mit seinen komischen Eigenkreationen und geklauten Tests die Hölle heiß macht. Wir standen, so wie es aussieht, hier. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier machen muss. Zum einen gibt es hier einen Ouch-Laser. Und den kann ich wohl oder übel benutzen, so wie es aussieht. Um diese Schalter hier zu benutzen. Was passiert, wenn ich den hier unten benutze? Bewegt sich die Plattform. Ah, okay. Ich verstehe, was ich machen muss. Ich verstehe es. Ich muss da oben irgendwie das Ganze zuschließen, sodass ich... Moment mal. Da könnte ich auch irgendwie den Laser reinbekommen. Aber ich glaube, das musste ich... wenn ich gerade überlege, wie kann ich da einen Laser hinbekommen? Nee, das wird ziemlich heftig. Was ich allerdings machen kann, ist... Ich kann mich da durchspringen lassen. Allerdings knall ich dann. Oh, okay, ich kann mich da nicht durchspringen lassen. Das ist komplizierter, als ich gedacht habe, mal wieder. Was kann ich denn hier machen? Ich kann mich aber hier hinausfallen lassen. Wenn ich diesen Laser da vorne mal hier durchschicke wieder. Mal schauen, wie weit die Plattform fährt. Ah, ich verstehe. Ganz rein. Okay, ich verstehe jetzt, was ich machen muss. Oh. Das war äußerst schlecht getimt. Sobald ich das Portal wegmache, bleibt die... Ah! Bleibt die Plattform stehen. Okay, gut. Dann stelle ich die Plattform mal da vorne hin. Nachdem ich sie da abgestellt habe, steige ich einfach mal ganz dreist auf sie drauf. Ah, und ich verstehe auch schon, was ich dann machen muss, wahrscheinlich. So. Da ein Portal hin. Da ein Portal hin. Und hier runter. Perfekt. Oh, dieses... Die Musik, die... Oh, das hört sich echt an wie... Wie nice und so. Hier drauf und hier drauf. Jetzt, das war noch nicht nah genug. So. Hier auf die Seite gehen. Und nun können wir weiterfahren. Wir sind die Laser. Wir haben die Laser, meine ich, umgangen. Nun können wir hier, hinunter und den Schalter drücken. Damit? Wo überhaupt? Da. Okay. Dann müssen wir wohl wieder die Plattform zurück verschieben. Und müssen wir überhaupt den Schalter hinsetzen, frage ich mich gerade. So, bleib mal stehen, Plattform. Ach, okay. Und damit kann ich jetzt den Laser da reinlenken, oder wie? Ja, stimmt, das könnte so sein, indem ich, okay, gut. Gut, 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 gut. Lassen wir die mal ein bisschen weiterfahren, die Plattform. Ach, ich glaube, den Laser muss ich wieder zurückbringen jetzt. Ich meine nicht den Laser natürlich, sondern den Kubus. Denn wenn ich da hinten ein Portal rausschieße, dann müsste der Laser auf unserer Höhe rauskommen. Und von da aus kann ich ihn dann da reinlenken. Genau. Aber dafür muss ich zuallererst die Plattform mal wieder. Die Plattform mal wieder verwenden, um den Laser, um den Kubus, meine ich, genau hier hinzubringen. Und nun kann ich hier den Laser reinsetzen, dorthin lenken und mir meinen Ausweg suchen. Ups. Genau so. Ja, das ist doch super, klappt. Prima. Und so. Okay, immer noch nichts. Und weiter. Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Oh. Oh. Der Fahrstuhl Ich ist kann dir eine Führung geschmolzen. anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr beeindruckend. Wow, cool. Alter, Lichter, Mann. What? Warte, warte, warte! Oh, nein, 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 das ist gar nicht gut! Ah! Wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Allerdings. Angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme töten? Ja, und zwar ja, im Sinne von ja, und danach töte ich dich, GLaDOS, und dann sind alle glücklich. Oh mein Gott, Alter! Freak! Hey, ich stell mal den Strahl ab. Ich geb dir gleich Strahl abstellen, du Penner. So, hierin. Jetzt geht's wahrscheinlich weiter mit den.
Ladebildschirmen! Woo! Party! Disco, Disco! Aperture Laboratories und gleich kommt da wieder ein Whitley. Wusste ich ihn doch. Hey, jetzt ist da plötzlich eine Decke. Willst du mich verarschen, Spiel? Du lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Allerdings. Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Wo? Ausgang! Dahin will ich. Dahin. Na, bing. Sehr gut. Weiter geht's. Ey! Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Und ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Gele? Ernsthaft? Gele, Gele? Gele? Ja, Gele. Definitiv Gele. Definitiv Gele. Das ich. Und für was ist das jetzt? Aha, ich verstehe. Allerdings kann ich mich auch schon hierhin begeben. Allerdings bringt mir das nicht sonderlich viel, denn ich muss da irgendwie rüberkommen. Und mit dem Gelzeug kann ich mir da wahrscheinlich eine Schanze basteln. Das mache ich auch direkt mal. Allerdings werde ich mir hier auch noch Gelzeug hinspritzen. Und dann, dann wird gerannt auf dem Propulsion Gel. Auch bekannt als das Orangen, das mich schneller macht. Wenn ich hier drauf drücke, dann kommt hier ein Strahl oder was passiert dann? Ja, dann kommt ein Strahl. Kann ich das. Ich kann den Traktorstrahl wahrscheinlich aufs Gel verwenden. Wow. Und hier? Hooray! Ah, okay, super. Na danke, das bringt mir jetzt sehr viel, dass ich das, wenn du da deinen Teil hin machst. Okay, da kann ich mein. Okay, Strahl kapiert. Dann gib mir mal bitte einen Traktorstrahl gleich. Wobei, ja, okay, stimmt. So. Jetzt her mit dem Würfel. Perfekt. Perfekto Mento. Klappt doch. Da drauf bitte. Ich hab gesagt, da drauf bitte. Danke sehr. Danke sehr, Mr. Würfel. Traktorstrahl aktiv. Außerdem kann ich hier drin. Ja, ich glaube fast, dass ich den Traktorstrahl hier nicht brauche, sondern. Wobei, nee, doch. Ah, ich verstehe jetzt. Ich weiß, wie ich lösen muss. Ich weiß. Ich bin toll. Ich bin schlau. Ich bin super. Nein. Zuallererst brauche ich Gel. Das ist das allererste. Und was ich mit dem Gel jetzt machen werde. Zack, zack. Alter. Wie nice. Und wie nice das auch einfach aussieht. Mehr Gel. Ich brauche Gel. Oh. Das war wohl nicht, so super geplant. Gib mir nochmal Gel hier bitte. Danke. So, okay, perfekt. Ich habe Gel. Allerdings brauche ich das Gel jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt wieder meinen Würfel. So ging das. Ja, mit dir. Du kommst mit. Und nun brauche ich den Traktorstrahl. Und den lenke ich da hinten durch. Genau, so. Jetzt kann ich da reinhüppen. Wenn ich Lust habe. Allerdings könnte ich auch einfach eine Portale benutzen, um mich da reinzuhüpfen. Aber ich mache das so, weil Propulsion Gel ist was Tolles. Woo! Das war knapp. Diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber wir achten darauf. Aperture Laboratories mit Wheatley drinne. Mit einem geisteskranken Wheatley drinne, der nur testen will und uns umbringen will und uns eine Überraschung geben will, die uns umbringen will und alles uns umbringen will. Das wäre tatsächlich. In jedem Fall glaube ich, er will uns töten.
gerade? Ridley, du bist einfach nur dumm. Drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Lach nicht so blöd. Oh, das ist anstrengend. Du und anstrengend. Ich geb dir gleich anstrengend hier. Das ist anstrengend, deine blöden, geschummelten Kammern zu machen, die gar nicht dir gehören. So, das bringt mir jetzt aber nichts, wenn ich das da mache. Oder? Ja, aber das bringt mir gar nichts. Komme ich da unten irgendwie ran an die Viecher? Nö. Gut. Dann, möchte ich mal irgendwie, ich muss an den Viechern vorbeikommen. Und ich muss, nein, das wollte ich definitiv nicht. Komme ich da irgendwie raus? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Da komme ich natürlich nicht anständig drin. Allerdings kann ich hier nach oben und danach gibt es ja irgendwo was Weißes. Ja, aber das bringt mir nicht viel, ne? Ja, das bringt mir allerdings nicht sonderlich viel. Gelflow, blau. Ah, okay. Da oben sind so Pfeile. Aber ich glaube nicht, dass ich da raus muss. Kann ich da irgendwas reinhämmern? Na, schon wieder vergessen, ich Depp. Passiert ja nicht irgendwas, wenn ich das hier so mache? Können die da durchschießen? Ja, die können da durchschießen. Das ist allerdings äußerst unklug. Und der Pfeil führt da rein. Das heißt, ich muss irgendwie diesen Schalter betätigen. Aber dafür muss ich diese unglaublich tollen Viecher vorher umbringen. Und das hier bringt mir genau was? Ich glaube nichts. Was muss ich hier machen? Damit kann ich die Richtung ändern. Hier bringt's mir nichts, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Geht's mir da irgendwas? Ich komme halt nicht da hoch, das ist das Problem. Wenn hier irgendwo was Weißes wäre, wo ich das hinpacken könnte, außer den da vielleicht. Bin ich denn ein Vollidiot? Natürlich bin ich ein großer Riesenvollidiot. Ich denke nicht dran. Ups. Okay. Ich bin ein Riesenvollidiot! Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ich glaube schon. Ja, ich weiß jetzt, was ich machen muss, ja. Ich weiß, was ich machen muss. Zunächst einmal gehen wir ganz nach oben, weil wir es können. Und sobald wir... okay, wir können es nicht. Das ist natürlich noch blöder. Wie machen wir das denn dann? Oh, das ist anstrengend. Ich muss irgendwie darüber kommen zu diesem Turm. Zu diesen Türmen. Ah, das. Wie geht das? Wie geht das zur Hölle? Boah. Solche Tests bringen mich zum Verzweifeln und wahrscheinlich bin ich einfach im Moment wieder mal. Darf ich mir bitte gerade die Hand auf den Kopf schlagen? Danke. Oh Mann, oh mein Gott. Wie ultra klug ich einfach bin. Wie ultra unglaublich fucking klug ich bin. Gib mal Gel, bitte. Ich glaube, da vorne brauche ich das Gel gar nicht. Ich glaube, ich weiß, wo ich das Gel brauche. Genau da hinten. Ja. Ich muss mal schauen, ob sich das irgendwie... Ne, ich habe hier keinen zweiten Druckgerät, Dingenswummens. Ne, aber ich glaube, ich brauche das auch gar nicht. Dadurch, dass ich jetzt fix springen kann, müsste das eigentlich passen. Wie komme ich wieder zurück? Ich muss da hoch irgendwie. Ja, okay. Einfache Lösung. Komm schon. Schneller? Danke. So. Rein da. Und nun... Es war ja klar, dass das Gel absolut nichts abgespritzt hat.